Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Antje. Ja, und heute gibt es das versprochene Video von meinem neuen Zimmer. Ich habe ja gesagt, dass ich euch das gerne zeigen würde. Und jetzt ist es zumindest mal so weit aufgeräumt, dass ich euch mal so den ersten Blick zeigen kann. Das heißt nicht, dass das Zimmer so bleiben wird, aber ich denke, allzu viel wird sich daran nicht mehr ändern. Deswegen dachte ich, nehme ich euch mal mit. Ich rutsche jetzt ein Stückchen rüber und werde euch dann hier ein Video einblenden, weil ich habe das vorhin schon aufgenommen, ne, mit dem Blick ins Zimmer, ne? Also wenn man die Tür öffnet, wie es dann aussieht. Und ja, wenn man reinkommt, sieht man ja auf der rechten Seite direkt meine Bücherregale. In den Bücherregalen sind natürlich nicht nur meine Bücher, da ist auch Make-up drin, denn ich habe ja einiges an Make-up und das möchte auch irgendwie untergebracht werden. Ich habe gedacht, ich zeige euch einfach so das ganze Zimmer mal. Das heißt, hier das Video nebendran wird einfach schön laufen, sodass ihr euch das ganze Zimmer mal angucken könnt. Ich muss sagen, ich finde es mega schön. Ich finde vor allen Dingen schön, dass hier alle Sachen, die ich gerne mag, in diesem Zimmer drin sind. Das hatte ich euch ja gesagt. Also zum Beispiel da oben stehen meine ganzen Assassin's Creed Figuren. Die sind noch eingepackt bis auf die erste Figur, weil für die habe ich ja keine Verpackung mehr. Das hatte ich euch ja erzählt. Die ist ja im Hochwasser kaputt gegangen. Aber alle anderen haben noch ihre Verpackungen, die sind auch aktuell zu, weil ich einfach nicht genug Platz habe, um die aufzumachen und sie hinzustellen. Ist halt total schade, weil die sehen so schön aus. Wenn ihr mal ein Video haben möchtet über die Figuren alleine, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, weil dann würde ich euch die mal auspacken, wenn es euch interessiert. Wie gesagt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Wenn es jemanden interessiert, dann würde ich die Figuren alle mal darunter holen und ein separates Video drehen und euch die mal zeigen. Ja, da hängt schon ein bisschen so mein Herz dran an diesen Figuren. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, warum Assassin's Creed mich so gecatcht hat und immer noch tut. Also keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber es macht mir auf jeden Fall Spaß und ich freue mich mega, dass die jetzt zumindest mal einen Platz haben, wo sie alle schön nebeneinander stehen können. Ja, und wenn man sich dann mal das Bücherregal, das erste, anfängt runter zu gucken, da habe ich euch mal so meine Bücher auch abgefilmt. Also ihr werdet die jetzt nicht alle Titel lesen können, also nur, dass ihr das schon mal seht. Es sind schon mittlerweile einige dazugekommen. Wenn man überlegt, dass ich noch gar nicht so lange eine Buchbloggerin bin, habe ich da ganz schön zugeschlagen, wobei ich sagen muss, das ist echt wenig, weil die meisten Bücher, die habe ich als E-Book, also gekauft, oder ganz, 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 ganz viele Bücher habe ich auch über Kindle Unlimited einfach gelesen. Also es sind viel, viel, viel mehr Bücher, weil wenn ihr euch überlegt, dass ich so im Schnitt, ich glaube in so einem guten bis schlechten Monat, also ich denke so 15 Bücher im Monat, so 10 bis 15 Bücher im Monat, die schaffe ich halt schon. Wenn man das mal hochrechnet, sind das schon einige und sind ja manchmal auch dünne dabei, mit denen bin ich ja schnell fertig, ne? Aber ja, ich habe jetzt das alles mal so erstmal eingeräumt, dass alles einen Platz hat. Ich glaube, das wird nicht lange so bleiben. Ich werde die Bücher nochmal umräumen müssen, einfach weil ja noch welche dazukommen und ja, es ist auf jeden Fall super schön geworden. Vor allen Dingen habe ich auch versucht, meine Bücher zu sortieren, also so nach Fantasy oder irgendwie nach den Autoren oder aber nach dem Genre oder wie sie halt am besten zusammenpassen. Deswegen ist es halt immer so ein bisschen gemischt. Ihr wisst, also Kari, die habe ich ihre Bücher zusammengestellt, bei der lieben Ellie habe ich die zusammengestellt, bei der Isabel Herzog, bei der Sophia Kuss, dann habe ich ja noch einige von der Sarah Stankiewicz, Sarah Rivers, ist ja die selber Autorin, die stehen zusammen. Also ich habe das schon versucht, ein bisschen zu so kopieren. Ist auch meistens so, dass dann so eher so die Dark Romance Sachen so beieinander stehen. Ja, mal gucken. Ganz zufrieden bin ich halt noch nicht, aber dadurch, dass jetzt noch einige Bücher dazukommen, werde ich einfach jetzt ein bisschen warten und dann die Bücher dazu sortieren. Ich liebe mein Zimmer, das habe ich euch ja auch schon gesagt. Mitten im Zimmer habe ich ja meinen Schreibtisch stehen, den ich auch für meine Arbeit verwende, denn ich arbeite ja auch von zu Hause des Öfteren. Und wie gesagt, dann sitze ich halt schön in diesem Zimmer, wo alle Sachen drin sind, die ich gerne mag. Hier sind auch meine DVDs. Also ich habe auch einiges an DVDs zu meinen Lieblingsserien, die ich mir gekauft habe. Und ich hatte euch ja auf dem Community-Tab eine Umfrage geschaltet, wo ich dann gefragt habe, ob ich euch mal meine Lieblingsfilme, Lieblingsserien zeigen soll. Würde ich dann tun, wenn da Interesse besteht. Weil wie gesagt, ganz, ganz, ganz viele von denen, die habe ich auf jeden Fall hier. Oder aber auf DVD. Oder aber hatte ich sie früher auch
auf Video sogar, aber die Videos habe ich nicht mehr, glaube ich, zumindest. Ich wüsste nicht, wo sie sind, ne? Aber ja, auf jeden Fall würde mich mal interessieren, was ihr so zu dem Zimmer sagt. Wie gesagt, dieses Zimmer ist so mein Wohlfühlort. Ich halte mich hier sehr, sehr, sehr viel auf. Auch natürlich, weil ich hier drin arbeite, weil ich ja auch meine YouTube-Videos hier drehe. Ich drehe hier meine Shorts, meine Reels. Ich habe einfach alles hier, damit ich mich hier mit meinem Hobby und mit den Sachen, die ich gerne mag, ja, umgeben kann. Hier ist meine kleine Couch. Da liege ich drauf, da kuschel ich mich drauf. Da mache ich mir hier meine Wärmdecke an und meine schöne hier kuschelige Decke. Die ist echt super, super kuschelig. Dann liege ich hier und lese Bücher oder hier mein Kopfhörer, höre Hörbücher oder Musik. Also ich habe hier ganz oft Musik laufen. Ich habe hier auch eine Alexa stehen, da hinten in der Ecke. Ihr wisst ja, ich bin auch so ein kleines Amazon-Kind. Ja, und es ist einfach richtig schön geworden. Vor allem bin ich froh, dass einfach alles, was ich so habe, hier in dieses Zimmer reinpasst. Das ist so, so. So, 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 so schön. Ja, also, ich weiß jetzt nicht genau, ob ihr jetzt alles hier so wirklich durchsprechen wollt, was hier so steht, aber ich denke, wir können es mal so ein bisschen machen. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem ersten Bücherregal an. Also ich kann es von hier aus ja auch sehen. Ja, in der oberen Reihe, ne, seht ihr mal so eher so ja, Vampirbücher, einige, ne? Dann auch ein bisschen. Ja, griechische Mythologie steht da auch noch dabei. Dann die Reihe drunter haben wir auf jeden Fall ein paar Hexen, wobei die Bücher von der Christina Fehan oder wie die heißt, die sind schon älter, die habe ich schon vor ewigen Jahren gelesen. Die haben mir damals so gut gefallen, deswegen habe ich die behalten. Ach so, damit ihr euch nicht täuscht, ne? Die Bücher, die ihr jetzt hier in diesem Zimmer seht, sind nicht alle Bücher, die ich habe. Ich habe unten im Keller noch einen Schrank, wo dann mein Harry Potter drin steht, Eragon. Also falls euch die auch noch interessieren, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Dann würde ich euch die auch mal abfilmen, weil das sind so ältere Bücher, die habe ich einfach unten stehen lassen. Die habe ich jetzt nicht mit hochgenommen. Hier, das sind wirklich alles die neuen Bücher, seitdem ich Buchblogger bin. Ja, dann gehen wir mal weiter rüber. Da sind dann auch hier so Märchen, ne? So Ever After. Dann haben wir noch, ja, ist auch eher so Fantasy, also die Krimbücher, die stehen da. Dann die Reihe drunter, da kommen die ganzen Drachen, die es so gibt, ne? Also Fourth Wing, Iron Flame, Dragon, mit A ist das Buch. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt, aber ich blende es euch nochmal ein. Auf jeden Fall sind das jetzt schon zwei Bücher. Dann habe ich ja da meine Shadowhunters-Reihe stehen. Da drunter kommen dann Kisten. Da ist Make-up drin, also da sind meine False Lashes drin, da sind Duftkerzen drin. Mein Make-up für Halloween oder so, für besondere Sachen zu schminken. Dann darunter habe ich ein Fach mit meinen ganzen Kerzen und Duftstäbchen, Ava und May und wie sie alle heißen, stehen. Und darunter in dem Regal liegen meine niederländischen Bücher, denn ich habe einige, einige, und das ist nicht nur eine Reihe, das sind zwei Reihen, aufeinander gestapelte Bücher. Ich habe die mal gesammelt. Ich habe früher ganz, ganz viel niederländische Bücher gelesen. Weil es mir halt einfach fällt. Also ich muss sagen, ich kann einfacher niederländische Bücher lesen als englische Bücher, weil Niederländisch, ich verstehe da alles. Und habe dann irgendwann mir angewöhnt, einfach niederländische Bücher zu lesen. Und meine Mutter, die hat damals, ist sie mit mir mal auf den Flohmarkt gefahren und so. Und dann haben wir die ganzen Bücher zusammengekauft. Und ich kann mich nicht davon trennen. Ja, ganz viele von denen, die sind natürlich, weil sie auf dem Flohmarkt waren, wann sind sie gebraucht? Die haben hinten diese Leserillen und so. Und manche von denen sehen auch nicht mehr so schön aus. Aber ich kann die Bücher nicht weggeben. Also da hängt so ein bisschen mein Herz dran. Da sind auch einige ganz, 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 ganz tolle Geschichten drin. Ich hatte die früher auch ganz viele von denen damals auch auf Deutsch. Die deutschen Bücher habe ich dann irgendwann weggegeben, weil ich einfach nur noch die hier behalten habe. So, was sind halt so viele, ne, dass ich die jetzt halt einfach da drin gepackt habe. Aber in einem anderen Regal habe ich sogar noch zwei Fächer davon.
Zeige ich euch gleich dann auch. Wenn wir dann zum nächsten Regal nach oben rüber schwenken, nee, ich glaube eher runter, ne? Genau, wir waren unten, also unten eins weiter geschwenkt, sowas. Da haben wir ganz unten meine Bücher vom Pelletier Verlag. Ihr wisst ja, ich liebe ja Midgard und ich habe auch die ganzen Thriller von Danny damals gekauft, also die stehen alle da unten und da drüber die Reihe kommen so ein bisschen mehr so diese rein Liebesromane, die so. Also nichts mit Dark Romance zu tun haben. Das sieht man aber auch an den Covern. Das ist alles deutlich heller. Da sind dann Weihnachtsromane dabei. Dann auch, ja, über, was war das jetzt alles hier? Das eine, wie heißt das? Pretty Scandalous, glaube ich. Habe ich ja auch. Also, ne, eher so Gossip Girls. Das ist so, sage ich mal, leichte Lektüre. Oder auch das eine oder andere, vielleicht doch ein bisschen schwerer, aber jetzt halt nichts Darkes. Ne? So zwei Reihen. So darüber habe ich dann ein paar Bücher hingelegt, einfach weil die einen schönen Farbschnitt haben, dass man die halt gut sehen kann. Deswegen habe ich auch zwischendrin so Trennböden da drin. Wenn wir dann eine Reihe hochwandern, dann haben wir die Sam Woods und Sally Dark, die da nebeneinander stehen, weil die beiden sind ja auch Besties. Deswegen habe ich die zusammen in ein Regal geräumt. Wenn wir da drüber gucken, dann haben wir die Cari Tenero. Da habe ich im Moment zwei Buchreihen. Die dritte Buchreihe habe ich auch bestellt, allerdings kriege ich die dann erst, wenn ja, alle Bücher draußen sind. Keine Ahnung. Auf jeden Fall glaube ich, fehlt mir noch eine Buchreihe von ihr. Die hatte ich aber meine ich aber schon bestellt. Müsste ich nochmal nachgucken, weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall daneben seht ihr meine Bücher. Ja, also The Idea of You, Royal Blue und Purple Hearts, genau. Jeweils in Englisch und Royal Blue auch auf Deutsch. Von Purple Hearts gibt es ja kein deutsches Buch. Und The Idea of You, das habe ich drunter liegen, weil das vom Platz her nicht mehr hinpasst und ich das Cover auch gar nicht so hübsch finde. Deswegen habe ich da jetzt einfach nur, weil ne, die Cover von den englischen Büchern einfach mega hübsch sind. Deswegen habe ich die nebeneinander gestellt. Wie gesagt, das ist ja alles absolute Geschmackssache. Ich mag ihn. Also den Nicholas Galitzin, habe ich euch ja auch schon im anderen Video gesagt. Ich finde den mega attraktiv, auch wenn der jünger, jünger, jünger ist, aber trotzdem, also ich finde ihn sehr attraktiv und deswegen wollte ich auch die Bücher von ihm da so stehen haben. Wenn wir dann drüber kommen, dann ist er wieder so langsam kommen wir wieder in diese Dark Romance Reihe. Ne? Seht ihr auch an den Covern, die sind ja deutlich dunkler. Und da haben wir die Sarah Stankewitz, die Sarah Rivers. Dann habe ich auch die Melody Sky, habe ich da stehen. Ich habe die Liz Rosen da drin. Und noch die Alessia Gold, habe ich auch ein paar Bücher von. Ich habe auch von der Mia Caronna den ersten Teil von den Templern, der steht da auch, weil das ist auch so ein bisschen hier so die ja, Wikinger mit den Underground Bastards und Devils, aber auch einige Biker-Romans, die hier so steht, aber das ist halt auch alles mehr so ein bisschen dunklerer. Also deswegen, ne, sieht man auch von den Covern her, das ist so da. Darüber habe ich dann meine Rena Kent-Bücher, die sind ja alle auf Englisch. Wenn wir dann rüberschwenken, kommen wir zu der Sophia Kuss mit ihrer Brantford University. Ja, voll cool. Dann haben wir daneben auch von der Emma Russo die Bücher, die ich gewonnen habe. Die habe ich ja noch nicht gelesen. Dann haben wir daneben Haunting und Hunting Adeline. Dann habe ich die Bücher von der Bibi Stiffers, einige da stehen. Dann die von der Isabel Herzog. Wandern wir runter, dann seht ihr meine schönen Kerzen von der lieben Ellie Braden. Die haben ein eigenes Zuhause bekommen. Und darunter kommen natürlich auch die Bücher von der lieben Ellie. Mega, mega, mega cool. So, und ihr seht, da habe ich auch die ersten zwei Teile von The Dark of You und ich freue mich auf die nächsten Teile. Und dann habe ich die zusammen und dann fehlt mir nur noch die eine Buchreihe. Die habe ich aber schon bei, na, wie heißt es denn? Buchhandlung Graf bestellt. Dann habe ich die, blende ich euch ein, ich werde das jetzt nicht aussprechen. Auf jeden Fall auch alle da und dann habe ich ja meine Ellie-Sammlung so gut wie komplett und ich hoffe, 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 dass meine liebste, allerliebste Ellie bald uns mit Nachschub versorgt. Ansonsten werde ich einfach ihre Bücher nochmal lesen müssen, denn ja, ich ja, kann glaube ich ohne Ellie geht einfach nicht. So, darunter kommen wir dann zu der
der lieben Mara. Da habe ich Bücher von stehen. Dann habe ich noch zwei andere Bücher von einer anderen Autorin, die habe ich aber noch nicht gelesen. Dann kommen meine Bücher von Michelle Tate. Da stehen alle drin, bis auf Prince of Hate, weil Prince of Hate habe ich jetzt zwar schon eins da, aber das Buch, das habe ich verlost, ne, weil das verschenke ich. Ich kriege das Buch jetzt später nochmal von der lieben Michelle zugeschickt als Bloggerbox und da freue ich mich mega drauf, denn das Buch ist so toll. Das ist so mit meinem Jahreshighlight. Ich liebe dieses Buch. Ich weiß, es gab jetzt wieder große Diskussionen rund um die Michelle Tate und um, ich glaube, Suicide war es, Circus oder das ein oder andere Buch. Ich weiß nicht. Also angeblich sollte da Sachen abgeschrieben werden. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das so ist oder ob es nicht so ist. Und ich habe da überlegt, ich mag die Bücher einfach. Ich mag sie. Ich finde sie toll geschrieben. Ich bin Fan von den Büchern. Und daher werde ich auch weiterhin die Bücher von der Michelle Tate lesen. Und ich werde auch weiterhin in der Bloggergruppe bleiben. So, ne, also manchmal muss ich sagen, nervt mich das, dass wir Menschen aus allem ein Theater machen. Und natürlich ist es nicht cool, wenn man Sachen abkupfert oder jemand anderen was wegnimmt oder so, ne? Alles ganz gut, aber ja, das Problem ist halt immer mit dem, ob das jetzt wirklich so ist oder nicht ist, weil ich finde es auch beim Schreiben ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, weil ähneln tun sich ja viele Bücher und man erfindet ja auch nicht wirklich die Geschichten wirklich neu. Also, ne, weil ich glaube, alles, was es, was man so hat, das oder was so geschrieben wird, hat es schon mal gegeben. Nur manchmal kommt es halt darauf an, wie es geschrieben wird. Also es ist auch oft der Schreibstil, wie das zusammengesetzt wird, wie das Setting ist und so, ne? Aber ich glaube, keiner erfindet da irgendwas großartig, richtig, richtig Neues. Deswegen finde ich das halt einfach mal ein bisschen schwierig und ich möchte jetzt einfach nicht mich an solchen Sachen da beteiligen. Deswegen werde ich weiterhin ihre Bücher lesen. Ihr werdet sie bei mir weiter sehen. So, dann wandern wir die Reihe drunter. Da habe ich dann einen Teil von, also das Mary Crisis heißt es, von den. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr auswendig. Da gibt es mehrere Teile von. Ich habe die aber noch nicht gelesen, aber den Teil, den habe ich mir gekauft, weil der komplett in Schwarz ist und der so cool ausgesehen hat. Deswegen habe ich den mitgenommen. Daneben stehen zwei Bücher. Den ersten Teil habe ich, glaube ich, gelesen. Den zweiten Teil habe ich noch nicht gelesen. Ich weiß es noch nicht. Weiß es gar nicht mehr. Ich meine, ja. Und ich glaube, den dritten Teil, den habe ich auch bestellt. Der müsste auch bald ankommen. Ja, dann kommen natürlich die Jungs. Oh mein Gott, ja, da habe ich drei Teile von. Da muss ich auch sagen, hallo Katrin. Ja, weil die Bücher, die habe ich der lieben Katrin geschenkt. Und ja, sie hat die natürlich auch gelesen von der Anna D. Rocky. Und die sind mega cool. Und dann mit dem Farbschnitt, deswegen liegen die auch da, weil ja so eine Schrift da drauf ist. Super, super schön. Ja, darüber habe ich zwei Bücher vom Black Edition Verlag. Auch da gibt es Diskussionen, weil da eine Autorin mit involviert ist, wo manche, also ja, wo es scheinbar Probleme gab. Ich kann dazu nichts sagen, weil ich habe mit diesen ganzen Sachen nicht wirklich was zu tun. Ich habe diese Bücher nicht gekauft, weil was, warum auch immer. Ich habe dieses Cover gesehen, ich habe das den Klappentext gelesen und die beiden Bücher, die haben mir gut gefallen. Ich hatte mir das E-Book geholt und habe das mal angefangen zu lesen und das hat mich halt angesprochen und deswegen habe ich mir die zwei Bücher gekauft. Ne, wo wir dann auch beim Thema sind. Meine liebe Kari hat ja auch einen Vertrag jetzt oder schreibt jetzt auch Bücher für den Black Edition und da hatte ich ja auch auf Bookstagram die Frage gestellt, wonach ihr denn guckt, ob ihr eure Lieblingsautoren unterstützt, auch wenn die denn dann bei einem Verlag sind, den ihr vielleicht nicht gut findet. Und ich muss ehrlich sagen, also bei der Kari ist es definitiv so und das wäre auch bei der Elli so und ich habe auch noch so ein paar andere Autoren, wenn die bei welchem Vertrag auch immer unterschreiben, ist mir das egal, ne? Weil ich verstehe das, wenn man die Chance nutzen möchte und einen guten Vertrag bekommt und das einfach mal ausprobieren möchte, weil Self-Publisher sein ist halt auch sehr teuer und wenn man dann einfach mal die Erfahrung sammeln will, finde ich das mega gut, denn mich interessiert die Autorin und mich interessieren der ihre Bücher. Diese Dramen da drumherum, alles ganz, ganz, weiß ich auch nicht.
geht mir manchmal wirklich auf die Nerven, weil ich will doch einfach nur die Bücher lesen. Ich will da Spaß dran haben und kein Drama. Das muss nicht sein. So, darüber habe ich dann von Chloe Walsh Binding 13. Das soll auch richtig gut sein. Ist voll der dicke Wälzer. Und dann gibt es ja noch, sind das zwei oder drei weitere Teile? Ich weiß es nicht genau. Aber ich werde erstmal den ersten da lesen und mal gucken, ob der mir gefällt. Weiß ich noch nicht. So, und dann habe ich daneben meine Bücher von der lieben Sophie Moore, Freya Dawn. Ja, mega, mega. Die Underground Bastards und Devils, die sie zusammen mit der Sarah Rivers geschrieben hat. Mega cool. Dann ja auch Bite Me Deeply, Leute. Ihr wisst, ich liebe dieses Buch. Ich habe euch das ja auch schon gezeigt. Das ist einfach so toll. Wir können auch gerne, wenn ihr das dann wollt, mal mein ganzes Bücherregal einzeln so durchgehen, dass wir uns die Bücher einzeln angucken. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wollt, mache ich das gerne. Ich wollte euch jetzt halt nur mal so ein bisschen erzählen, was ich an Büchern habe. So. Und dann habe ich da drunter noch drei Bücher stehen. Be Fair Catch, dann die Inheritance Games, den ersten Teil und Vienna. Die muss ich noch lesen, bin ich mega gespannt drauf. Das waren ja eigentlich die Bücher, die ich jetzt im Mai alle lesen wollen würde. Eins davon habe ich gelesen, die anderen drei, die ich glaube ich mir rausgesucht hatte, habe ich bis jetzt noch nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Mal gucken. Und wenn nicht, ist nicht schlimm, mache ich das nächsten Monat. Ja, wenn wir dann weiter wandern, seht ihr jetzt unten dann wieder meine niederländischen Bücher, der Rest davon. Und wenn wir dann wieder hochwandern, sind da meine Make-up-Kisten. Ne, kennt ihr ja die Goodiebox. Und dann halt auch noch von der Brigitte, der Adventskalender und da oben steht halt auch noch ein bisschen Make-up, Star Wars und so, ne? Wenn wir dann ein bisschen weiter rüber gucken, haben wir dann meinen Schrank und dann gegenüber an der Wand hängen ganz viele Sachen, die meine Kinder für mich gebastelt haben und an dem Schrank hängen Displays ja, von Assassin's Creed, die habe ich mir gewünscht zu Weihnachten und ja, die haben dann jetzt da ihren Platz gefunden. Wenn wir dann ein bisschen weiter rüber gehen, haben wir dann ein Regal mit Lidschattenpaletten, die mir zu schade sind, um sie in der Schublade vergammeln zu lassen. Und wenn ihr dann ein Stückchen weiter rüber gehen, seht ihr jede Menge Make-up, Schmuck, alles Mögliche, meine Fernsehecke, meine Leseecke. Und dann haben wir, wenn wir darüber gehen, meine ganzen Kommoden, wo mein ganzes Make-up einsortiert ist, ne? Also das können wir vielleicht irgendwann auch mal durchgehen. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wollt. Wie gesagt, ich drehe die Videos ja auch für euch. Wenn euch was interessiert, schreibt es rein. Ich mache da ein Video. Und dann können wir uns das zusammen einfach nochmal angucken. Ja, also wie gesagt, ich bin mega zufrieden. Ich habe jetzt, wie gesagt, hier am Schreibtisch noch ein bisschen Sachen stehen. Das sind so aussortierte Make-ups. Sachen, die ich noch in Wanderpakete packe, die noch vielleicht verlost werden, etc. pp. Aber das ist jetzt alles mittlerweile so schön aufgeräumt, ja. Und dann bin ich gespannt, was sagt ihr zu meinem Zimmer? Wie findet ihr es? Also wie gesagt, ich fühle mich hier mega wohl. Ich freue mich, dass ich hier hochgezogen bin. Am Anfang habe ich gedacht, oh, ich weiß nicht, ob es so cool ist. Aber ja, es ist gut. Ich bin jetzt so gespannt, wie es jetzt im Sommer wird, weil hier oben wird es natürlich ziemlich warm. Muss ich mal gucken. Vielleicht brauche ich dann doch einen Kühlschrank für mein Make-up. I don't know. Werde ich sehen. Was ich auf jeden Fall noch gerne hätte, ich hätte gerne noch ein zusätzliches Buchregal. Und zwar so ein ja, viereckiges, was man so drehen kann, wo ich die Bücher reinräumen kann. Da habe ich aber noch nicht so das Richtige für mich gefunden, aber auf jeden Fall, das wird es noch geben, weil das werde ich dann neben meinen Schreibtisch noch stellen, wo ich dann quasi die Bücher reinpacke, die ich jetzt dann lesen will oder so, weiß ich noch nicht, mal gucken. Auf jeden Fall brauche ich noch ein Regal, weil das wird jetzt nicht lange reichen. Ich muss halt auch gucken mit dem Make-up, das reduziere ich ja auch ein bisschen, dass ich dann einfach dann noch ein bisschen mehr Platz habe für meine Bücher. Denn es werden noch einige dazukommen. Auf jeden Fall jede Menge. Ja, ja, ich muss sagen, ich bin immer noch mega stolz und mega happy hier drüber. Und ich liebe es hier einfach. Ich verbringe hier wirklich, wirklich viel Zeit. Also neben Arbeiten, also Arbeiten für meinen Brotjob, sag ich mal. Und meine YouTube-Videos, aber halt auch, wo ich dann hier sitze und dann mit meinem Make-up-Board spiele. Sachen ausprobiere oder aber, wie gesagt, ich auch hier, ich höre ja ganz viel Musik und lese. Ja, ich fühle mich hier oben einfach super wohl. Katrin hat es ja auch schon ein paar Mal gesehen, mein Zimmerchen hier. Ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder treffen. Ja, sie ist halt so mein Herzensmensch. Also, es ist immer schön, sie zu sehen. Ich verbringe gerne Zeit mit ihr. Ist einfach super cool, gerade weil wir uns auch über viele Sachen so austauschen können, wenn man jetzt da
nicht so mit da, sag ich mal, involviert ist, ist das manchmal, glaube ich, auch ein bisschen schwer. Man will ja auch keine anderen Leute nicht nerven mit irgendwelchen Sachen. Deswegen sucht man sich häufig ja dann auch jemanden, der dann in demselben hier Instagram, YouTube, Chaos lebt. Und ja, das ist auch immer schön, sich dann auszutauschen. Und ja, das hier ist einfach so richtig, richtig cool. Ja, dann glaube ich, sollte ich das Video mal beenden, weil ansonsten kaue ich euch hier echt noch ein Öhrchen ab. Ja, ich bin wirklich gespannt, was ihr dazu sagt. Ob ihr mich vielleicht hier drin wiedererkennt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, weil ich weiß ja nicht, wie die Vorstellung von euch ist, wie ich so bin. Weil ihr kennt mich ja nur hier über diese Videos. Privat kennen wir uns ja nicht. Weil manchmal, glaube ich, ist das so ein bisschen das Schwierige an Social Media. Also egal, jetzt, ob hier YouTube, Instagram oder sonst was, dass man relativ schnell das Gefühl hat, dass man jemanden kennt, wenn man dem seine Videos guckt, wenn man die Stories guckt, wenn man die Posts liest und sowas. Aber man darf nicht vergessen, ne, das sind immer nur so Bruchteile von dem Leben eines anderen Menschen, den man sieht. Und ihr seht mich nicht 24/7. Glaubt mir, ich bin ein sehr, sehr anstrengender Mensch, ein sehr anstrengender Mensch. Ich kann sehr nett sein, aber ich kann auch sehr, sehr anstrengend sein. Und ich kann sehr, 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 sehr wütend sein, wenn man mich mal an meine Grenze gebracht hat. Das dauert eine Weile, aber das, ne? Und hier in den Videos, ja, ihr seht mich ja meistens lächeln, gut gelaunt, weil ich drehe keine Videos, wenn ich schlecht gelaunt bin, weil was bringt euch das, wenn ich schlechte Laune habe? Da habe ich ja selbst keine Lust drauf, ne? Also deswegen nutze ich ja immer die Tage, wo es bei mir wirklich gut geht, ja, damit ihr auch Spaß daran habt, damit ich da Spaß dran habe. Und ja, deswegen, ich bin echt gespannt, was ihr sagt, ob ihr findet, dass das Video zu, ach, das Video, das Zimmer hier so zu mir passt. Also von eurer Wahrnehmung her. Ja, dann würde ich sagen, sind wir dann jetzt auch am Ende vom Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Bleibt alle gesund und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz schnell wieder. Bis dann. Ciao.